Mit Hilfe eines Antigenschnelltests in Form eines vorderen Nasenabstrichs kann das Coronavirus im Körper nachgewiesen werden. Wir zeigen euch einmal beispielhaft am Testmaterial der Firma Abbott, wie dieser richtig durchgeführt wird. Bevor ihr mit dem Test beginnt, ist es notwendig, vollständige Schutzkleidung anzulegen. Das heißt Mundschutz, in diesem Fall FFP2 oder höher, Handschuhe und Schutzbrille. Außerdem muss es einen Abwurfbehälter geben, in dem die potenziell infektiösen Materialien sicher entsorgt werden können. Als erstes wird die Testkassette bereitgelegt. Dann das Extraktionsröhrchen herausgeholt und die Pulverlösung bis zur Markierung in das Röhrchen gegeben. Danach wird das Röhrchen offen im Ständer aufbewahrt und anschließend der Abstrichtupfer aus der sterilen Verpackung entnommen. Dabei muss beachtet werden, dass der Tupfer nicht unterhalb der Markierung berührt wird. Für den Nasenabstrich wird der Kopf leicht um ca. 70 Grad in den Nacken gelegt. Hilfreich ist es dabei, den Kopf mit der Hand zu stabilisieren. Der Untersucher sollte immer etwas versetzt zur Patientin stehen, um sich im Falle eines Niesens oder Hustens keiner Infektionsgefahr auszusetzen. Der Nasenabstrichtupfer wird unter Rotation ca. 2 cm horizontal in die Nase vorgeführt, bis er auf einen Widerstand an den Nasenmuscheln stößt. Hier wird der Tupfer an der Nasenwand 5-mal rotiert, damit er sich mit Sekret vollsaugen kann. Der Abstrichtupfer wird vorsichtig wieder aus der Nase entfernt und das Vorgehen mit demselben Tupfer im zweiten Nasenloch wiederholt. Sollte der während der Prozedur abbrechen, ist es wichtig, den Test mit einem neuen Tupfer noch einmal ganz von vorn zu beginnen. Unter Anleitung einer geschulten Fachkraft kann der vordere Nasenabstrich auch selbst durchgeführt werden. Dafür steht die Patientin am besten vor einem Spiegel. So kann sie den Abstrichtupfer treffsicher in die Nase vorführen und die genannten Schritte selbst vornehmen. Die Fachkraft sorgt für die Vor- und Nachbereitung des Materials und liest das Testergebnis ab. Die Nachbereitung funktioniert wie folgt. Direkt im Anschluss der Probenentnahme wird der Tupfer in das Extraktionsröhrchen gegeben und in der Pufferlösung mindestens 5-mal rotiert. Das Stäbchen wird oben an der markierten Grenze abgebrochen und ein Deckel auf das Röhrchen gegeben. Danach wird der untere Deckel des Röhrchens abgeschraubt und 5 Tropfen auf die Testkassette gegeben. Der Rest des Röhrchens wird im Biohazard-Abfallbehälter entsorgt. Nach 15 Minuten kann das Testergebnis dann abgelesen werden. Erscheint eine Kontrolllinie, also eine Linie bei C, ist der Test gültig. Fehlt eine Linie bei T, also eine Testlinie, ist das Ergebnis negativ. Erscheinen eine Kontrolllinie und eine Testlinie, ist das Ergebnis positiv. Fehlt aber eine Linie bei C, so ist der Test ungültig und muss wiederholt werden. Zuletzt muss die Testkassette dann auch in den entsprechenden Abfallbehälter entsorgt werden.